So, guten Morgen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und zwar dem Fibo-Vlog. Wie ihr seht, bin ich schon geschminkt und in meinen Fibo-Anziehsachen. Ist jetzt noch ein anderer Sport-BH als den ich euch schon mal gezeigt habe. Ich habe mir noch einen anderen geholt, aber den ich euch schon gezeigt habe, den gibt es auch noch zu sehen. Jetzt sogar fertig mit Iron Max-Druck. Und ja, ich bin braun. Vielleicht habt ihr es auf Instagram schon mitbekommen. Ich habe gestern ein Spray-Tanning gemacht und wirklich, das ist das erste Mal, dass ich so braun bin und es sieht wirklich anders aus einfach. Gestern habe ich mich im Spiegel angeguckt und dachte so, wer ist das? Ich sah aus wie ein Beach Babe direkt aus Malle. Also echt so braun und es war so eine Qual, das Make-up gerade zu finden. Ich habe bestimmt 15 Concealer mit, weil ich die noch zugeschickt bekommen habe zum Glück und deswegen hatte ich die passende Farbe. Aber ja, jetzt sind wir ready, denn ich bin noch mit Andrea im Zimmer. Hey. Und ja, sie macht sich gerade Frühstück und immer am Essen. Sieht man das? Ja, da. Wir sind auf jeden Fall perfekt ausgestattet. Also eigentlich hatten wir beide vorzukochen, hat nicht funktioniert und jetzt hat Andrea auf jeden Fall da oben so ein Reiswaffel. Reiswaffeln und Reis. Ja, Reiswaffeln sind schon mal richtig geil. Reis auch, ne? Und ich habe irgendwie mir Joghurt gekauft noch gestern und Salat, aber das kriegen wir schon hin. Ich bin mega gespannt auf die Fibo. Gleich geht's schon los. Dann mal schauen, ne? Erster jetzt, Tag. Hab jetzt doch einen. Ja. So, wir sind auf dem Parkdeck angekommen und damit auch auf der Fibo. Gleich geht's los. Hier ist unser Autoteam und gleich treffen wir uns mit allen anderen. So ihr Lieben, wir sind jetzt auf der Fibo in der Halle. Wir sind Halle 10.2 E60 und ich hoffe, man hört mich. Ich weiß noch aus dem letzten Video, dass man mich da kaum verstanden hat. Ich musste mega viel rausschneiden, deswegen schreie ich jetzt schon. Meine Stimme wird am Ende der Woche wahrscheinlich weg sein. Aber das hier ist unser Stand. Richtig cool. Und ich würde sagen, ich führe euch mal ein bisschen rum, weil es gibt auch sehr viele neue Produkte. Und die werden natürlich auch in den Online-Shop kommen. Ihr kennt meinen Code Sophia10. Und damit könnt ihr dann noch 10% sparen, falls ihr von den Neuheiten was ausprobieren wollt. Und ich habe noch nicht alles ausprobiert. Also die sind wirklich komplett neu. Und ich habe hier wie immer mein Kameraschutz in der Hand, falls ihr das mal zwischendurch seht. Ich will das nicht verlieren. Aber jetzt zeige ich euch erstmal den Stand. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me in bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me. So put your hand in mine. Follow me. Let me waste your time. Set up the do some stupid shit. Take a seat. Let me waste your time. So we have here Gummibärchen mit Carnitin, Vitamin und eigentlich auch noch mit Omega-3. Leute, die schmecken so lecker. Wir haben die gerade das erste Mal probiert, ne? Und die sind mega.
Und ich finde, die sehen richtig geil aus von der Verpackung her. Ich zeige euch nochmal die Nährwerte. Pro 100 Gramm habt ihr hier 10 Gramm Fett, 20 Gramm Kohlenhydrate, 40 Gramm Eiweiß. Im Gegensatz zu normalen Chips ist das natürlich viel weniger. Und pro Packung habt ihr hier 50 Gramm drin. Das heißt, ihr habt hier circa 190, 180 oder so Kilokalorien. Und hier werden die auch schon gerade aufgefüllt. Ich finde, die sehen aus wie so kleine Reiswaffeln. Und ihr wisst ja, dass ich Reiswaffeln liebe. Und dann, also eigentlich sehen die aus wie diese Paprika-Reiswaffeln mit Gewürz. Hotel beziehungsweise im Apartment. Jetzt gehen wir erstmal zum Sport, Andrea und ich. Hier ist nämlich das Fitnessstudio direkt gegenüber und wir können da von Iron Max aus hin. Und deswegen dachten wir uns, die Fibo war ja noch nicht anstrengend genug, wir gehen noch kurz trainieren. Und ich war ja auch Montag das letzte Mal trainieren, also richtig schlecht. Aber ich habe es einfach nicht mehr zeitlich geschafft und deswegen heute also wieder. Ich mache Oberkörper und du machst auch Oberkörper, ne? Brust und Arme. Brust und Arme, ja. Ich mache ja einfach irgendwie Oberkörper. Also mal gucken, worauf ich gleich Lust habe und ja, mal schauen, wie das so wird. Und auf jeden Fall sehe ich mega braun in diesem Outfit aus. Also selbst mich in diesen Sportklamotten, die ich ja wirklich oft anhabe, so braun zu sehen, das ist so anders. Und ich glaube, das habe ich auch schon tausendmal in diesem Video gesagt, aber es sieht einfach irgendwie anders aus. Ich sehe komplett anders aus. Auch irgendwie viel gesünder, so braun und glowy-mäßig, fast direkt aus dem Urlaub. Naja, aber jetzt geht's erstmal trainieren. So, wir sind jetzt wieder zurück vom Training und wir waren gerade einkaufen. Hier seht ihr schon, was ich mir so Leckeres für heute Abend gekauft habe. Mhm. Ich habe den ganzen Tag Riegel gegessen, deswegen muss ich jetzt ein bisschen gucken hier, dass ich noch ein paar Greens reinbekomme. Und vor allem hat man auch richtig Bock. Ja, hier ist noch meine Gurke. Die habe ich gestern abgebrochen. Ja, Geschirr und sowas haben wir nicht. Wir müssen uns irgendwie weiterhelfen und improvisieren, aber das geht schon. Aber wenn man den ganzen Tag so am Riegel snacken ist und Protein-Pancakes und sonst was, dann hat man einfach mega Hunger auf was Richtiges. Und ich zeige euch das mal kurz. Und zwar waren wir gerade kurz im Rewe. Da gab es hier so einen Salat. Ja, mal gucken, ob ich die Soße benutze. Wahrscheinlich nicht ganz, sondern nur so ein bisschen. Man könnte jetzt natürlich auch so eine Low-Carb-Soße nutzen, aber man kann ja auch einfach ein bisschen hiervon nehmen. Dann habe ich hier noch Tomaten und ja, die Gurke und solche Pilze. Richtig, ja, seltsam irgendwie, aber die schmecken eigentlich ganz gut. Und vor allen Dingen auch noch hier fürs gute Gewissen ein bisschen Volumen. Und Andrea macht sich hier gerade auch noch Essen. Was machst du dir zu essen? Ich mache mir auch einen Salat, aber mit Garnelen. Mmh, geil. Oh, ja, richtig nice. So, guten Morgen. Wir sind hier schon wieder. Ja,
am Start. Und gleich geht's auch wieder los auf FIBO, Tag 2. Und ja, mal schauen, was heute so passiert. Ne? So, wir sind hier gerade im Fitnessstudio und ihr seht es vielleicht im Hintergrund, da wird schon ordentlich fotografiert. Ja, vielleicht erkennt ihr die Fotografen ja sogar aus dem letzten Iron Max Athletentreffen Video wieder, weil das sind die gleichen. Und ich finde, die machen so, so schöne Fotos. Also ich verlinke euch auch nochmal deren Instagram-Account, weil die Fotos sind echt Hammer. Und ja, ich freue mich wieder sehr, mit den Fotos machen zu können. Ich werde mich jetzt auch noch ein bisschen warm machen und aufpumpen und ja. Dann werde ich auch Fotos machen und wir können jetzt also ein paar Produkte raussuchen. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt, wie die Fotos am Ende aussehen. Und dann fahren wir auch wieder zurück zum FIBO. Es ist echt Verkehr hier in Köln. Wir haben jetzt eine echt kurze Strecke, irgendwie eine Stunde gebraucht, weil es auf den Straßen einfach steht. Und zurück wird das bestimmt genauso lange dauern. Leute, die FIBO ist vorbei, aber hier haben wir einfach gerade so einen Malo-Apo gestartet. Und dafür sind wir in Berlin ja die ganze Zeit rumgerannt. Mega geil. Schaut euch das mal bitte an. Sogar mit Edamame und Gurke und mega geil. Und jetzt stehen wir hier so und machen die ganze Zeit. Das ist was für ein im Apartment und wir waren gerade bei Mc's. Ich gebe es zu, ich habe meinen ersten McFlurry nach, na gut, okay, es waren eigentlich nur 3 Monate gegessen, aber der war schon echt lecker. Und ja, jetzt habe ich aber noch Hunger, deswegen gibt es ein bisschen Sojajoghurt mit noch Riegelresten und ja, mal gucken. Dann gehen wir gleich nämlich noch zu einer Iron Max Party. Und davor müssen wir natürlich ein bisschen gestärkt sein. Wir müssen uns dann auch noch was Schönes zum Anziehen raussuchen. Das ist ein bisschen schicker. Und ja, dann zeige ich euch auch noch das Outfit. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Aber der zweite Tag FIBO war auf jeden Fall auch mega, mega cool. Wir haben es geschafft, uns fertig zu machen. Und sehen jetzt sogar gut aus. Nicht in Sportklamotten. Das ist voll komisch, weil man die letzten 2 Tage komplett in Sportklamotten und mega gemütlicher Leggings rumgerannt ist. Jetzt wieder so eine... Meine Kette hängt schief. Jetzt wieder so eine enge Jeans anzuziehen und keine Ahnung, normale Sachen. Das war echt seltsam. Aber ich zeige euch nochmal unser Outfit komplett. Ja, also ich habe so ein Paillettenoberteil an. Ich weiß aber gerade nicht mehr, woher das kommt. Ich glaube von Pimki. Pimki, hast du es gesehen? Ja. Oh. Guckt raus. Pimki? Oh, oh. Ja, von Pimki. Meine Kette ist von H&M. Meine Hose ist von Pull & Bear. Bisschen kurz, aber ich habe gehört, das ist ja wieder in Mode. Nein, meine Beine sind zu lang für normale Hosen. Deswegen guckt das immer so ein bisschen raus. Aber damit kann ich leben. Und woher ist dein Outfit? Oh, das Oberteil ist von H&M. Die Hose ist von Aldi. Die sieht richtig gut aus mit den Taschen hinten. Der Gürtel ist von Sophia. Ja, stimmt. Guck mal, ich habe den großen Gürtel. Oh, den kleinen. Ja, und die Schuhe sind... auch von H&M, ja. Ich habe noch Schuhe von Adidas an. Die sind ultra dreckig. Aber ich muss sie nochmal waschen. Und jetzt würde ich sagen, geht's los. Auf geht's. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow then it's done for you. For the record, live on me going all the way. For the record. Ain't tryin' link, no time to waste. Heute ist Freitag und hier bin ich wieder. Ich sehe vielleicht ein bisschen fertig aus. Ich komme gerade von der Arbeit. Aber die Iron Max Pakete sind gerade gekommen mit einigen Neuheiten. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Diese Neuheiten, die ich euch jetzt zeige, sind nämlich schon im Shop verfügbar. Ich werde sie euch auch in der Infobox verlinken. Und ihr könnt wie gewohnt 10% mit meinem Code SOPHIA10 sparen, falls ihr was ausprobieren wollt. Und ich habe gerade schon den Riegel gegessen und der ist echt lecker. Also den ich auf der FIBO auch schon gegessen habe. Aber ich zeige euch jetzt einfach kurz die Sachen. Und zwar ist das das erste Paket. Einmal sind hier die Proteinchips drin.
Dann haben wir hier die EAAs Zero in Zitrone-Eistee und noch viel, viel besser in Wassermelone. In Wassermelone habe ich die auf der FIBO probiert. Hammer lecker. Also das ist jetzt schon ein neuer Favorit von mir. Richtig geil. Der Geschmack ist einfach mega. Ich feiere das jetzt schon. Das sage ich euch. Dann haben wir hier noch Vitamin D3 plus K2. Also eine bessere Kombi als vorher von Vitamin D. Dann haben wir hier die neuen Zenit-Riegel. Davon habe ich ja gerade diesen hier schon gegessen in Cookies and Cream. Es gibt aber auch noch Vanille und Schokolade. Und hier seht ihr einmal die Nährwerte, also pro Riegel 164 Kilokalorien, also das liegt bei jeder Sorte auch so um die 160, 4,4 Gramm Fett und 23 Gramm Proteine, 13 Gramm Kohlenhydrate und davon halt auch 0,6 Gramm Zucker, also sehr wenig Zucker, viel Protein und relativ wenig Fett für einen Proteinriegel. Und dann haben wir noch das zweite Paket und zwar gibt es neue Sorten vom Whey Zero. Einmal in White Chocolate, da bin ich auch mega, mega gespannt drauf. Hier seht ihr einmal die Nährwerte. Also beim Zero Whey habt ihr also wirklich noch mehr Protein, noch weniger Fett und noch weniger Kohlenhydrate und Zucker als bei dem 100% Whey. Und es ist auch wie immer sehr, sehr gut in Wasser löslich. Dann haben wir das Zero Whey noch in einem anderen Geschmack und zwar in Cherry Joghurt. Das kenne ich schon vom 100% Whey und da fand ich das auch schon mega lecker. Also mal schauen. Und dann, da bin ich auch mega gespannt drauf, Matcha Whey. Ich liebe ja Matcha Latte, also mal schauen, wie das hier schmeckt. Ich bin echt mega gespannt. Und da werde ich euch natürlich auch in den nächsten Videos dann noch berichten. Genau, das war es jetzt von den Neuheiten. Jetzt nutze ich direkt die Gelegenheit mal, auch wenn ich hier in der Küche bin, mich echt für das FIBO-Wochenende zu bedanken. Das hat so viel Spaß gemacht. Es war aber auch wirklich anstrengend. Ich will mich gar nicht beschweren. Dieser Spaßfaktor und die Motivation, die man daraus zieht, das überwiegt tausendmal. Aber es ist eben auch anstrengend. Deswegen bin ich diese Woche ein bisschen geschafft gewesen. Also deswegen gibt es auch erst später das Video. Und ich habe mich sehr auf der FIBO gefreut, auch viele von euch kennenzulernen, dass ihr vorbeigekommen seid, dass wir gequatscht haben, Fotos gemacht haben. Es tut mir sehr leid, dass es so laut war und wir deswegen nicht so lange reden konnten oder ich euch dann nicht verstanden habe und vielleicht mal öfter nachfragen musste, was ihr gesagt habt. Aber jeder, der schon mal auf der FIBO war, der weiß, dass es da echt laut ist. Und ich hätte gerne noch länger mit euch geredet und einfach noch länger mit euch Fotos gemacht und alles. Aber ja, ich hoffe, wir haben nochmal die Möglichkeit dazu. Aber wie gesagt, es hat mich wirklich sehr gefreut, dass manche von euch vorbeigekommen sind und auch zu meiner Form was gesagt haben. Also wirklich super, super lieb von euch. Danke nochmal. Und ja, das, was jetzt nach der FIBO ansteht, das kommt noch in einem anderen Video. Aber ich sag noch mal kurz, auf der FIBO direkt habe ich nicht mehr Diät gemacht und während der Woche auch nicht. Da habe ich halt einfach geguckt, dass ich ein paar Nährstoffe reinbekomme. Neben den ganzen Proteinriegeln und neben dem ganzen Energy, den man auf der FIBO trinkt. Weil, ohne Witz, wir haben den ganzen Tag nur Energy getrunken. Und ich trinke zwar so auch viel Koffein, aber das war echt eine Nummer zu viel für mich. Ich musste erstmal so langsam diese Woche wieder vom Koffein-Level runterkommen. Und Leute, ich habe mir ein kleines Special überlegt. Das werde ich im nächsten Video, glaube ich, auch nochmal sagen. Und zwar habt ihr mich jetzt sehr oft auf Instagram gefragt, ob ich nicht diese 10.000 Calorie Challenge machen kann. Und ich habe auch schon öfter mit dem Gedanken gespielt, aber irgendwie ist es dann doch eine echt hohe Zahl. Vor allem, wenn man das jetzt so direkt nach der Diät mit den Diätkalorien vergleicht. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich die mache, wenn ich 30.000 Abonnenten erreicht habe, so als Special. Es ist jetzt schon ein bisschen krass, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn ich 30.000 Abonnenten habe, dann mache ich das als kleines Special, 10.000 Kalorien Challenge und ich habe Angst, ey Leute. Aber ich glaube, es wird auch dann witzig, nur das mal als Info. Also wenn ihr die schneller sehen wollt, dann teilt das Video wie immer mit euren Freunden oder teilt meinen Kanal mit euren Freunden, dass ihr das Video auch schneller bekommt. Und dann würde ich sagen, jetzt war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt den doch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und ich esse jetzt erstmal noch einen Proteinriegel und schneide das Video, dass das auch online kommt. Ja, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Tschüss!